einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Morgen, je nachdem, wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night-Show des Tele-Stammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet, dem einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen Gastgeber, Stu. Hallo und herzlich willkommen zur Late Night vom Tele-Stammtisch, zur größten und bislang auch besten Late Night, die wir je produziert haben. Nicht wahr, Max? Oh, du hast mich jetzt ganz kalt erwischt. Ich musste gerade rülpsen. Ja. Okay, ja, das stimmt. Genau, denn es ist eine besondere Ausgabe, weil es ist unsere letzte. Nein! Doch, die Showtreppe Nein. wird eingemottet. Wir müssen eingeölt. Eingeölt, genau. Und wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, was können wir jetzt in der letzten Late Night bringen? Was können wir euch da draußen bieten? Und da wir wissen, dass uns eh keiner hört, dachten wir, wir können machen, was wir wollen. Also holen wir einfach unsere Lieblingsgäste dazu. Und ich würde sagen, die kommen reingeritten auf einem Floh, denn nur da ist genügend Platz für alle. Ich begrüße Theresia, Paul, Timo, Kati und das war's, oder? Ja. Ja. Vier. Okay. Mehr haben wir nicht bekommen? Naja, wir haben nicht mehr Geld. Ach so. Wir hatten bloß 7 Euro. Okay. Hallo zusammen. Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Jetzt haben wir folgendes Problem. Wir haben viele Gäste, 4 Stück, aber wir haben auch keinen Plan, was wir mit denen anstellen. Ich versuche mich gerade zurückzuerinnern, war es nicht Theresia, war nicht die Erste, die auf dem Tier reingeritten ist, oder, Max? Weißt du es noch? Oh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass ich, warte mal, welche Folge war Theresia? Ich war die 3., glaube ich, und es war bei mir ein Bär. Ich weiß jetzt aber nicht, ob vor mir schon ein Tier dran war. Ich meine nicht. Ich bin in der Pilotfolge bin ich auf einem Tier hereingeritten. Das hat man dann aber im Originalkonzept hat man das wieder verworfen. Das weiß Paul noch gar nicht. Die habt ihr nie ausgestrahlt, ne? Wer sagt's ihm denn jetzt? Wie? Dass die Pilotfolge nie ausgestrahlt wurde? Die ist doch gar nicht im... egal. Hallo, Paul. Hallo. Grüße dich. Ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich möchte aber auch nur einen Menschen... Achso, ich dachte, du willst uns jetzt schon wieder verabschieden. Das war die letzte Late Night. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war die längste Late Night bislang. Es lag daran, weil die Showtreppe so lang war. Ich wollte sich einmal komplett herunterlaufen. Eingeölt. Ja. Ich will nochmal darauf hinweisen. Ja. Ich habe heute, warum auch immer, auf YouTube einen Clip gesehen, wo jemand erklärt, wie man gusseiserne Pfannen einbrennt. Vielleicht funktioniert das ja auch mit Showtreppen. Mal ganz ehrlich, jetzt wollen wir mal jegliches Konzept, das wir haben, über Bord werfen. Wenn du jetzt schon mal YouTube und Dinge ansprichst, die Leute sich ansehen. Überlegt mal kurz, welche Sachen sind die weirdesten, die ihr euch anschaut? Mein derzeitiges Guilty Pleasure ist, ich habe einen Kanal gefunden, bei dem ein Hufdoktor irgendwie so Hufreinigung und solche Sachen macht bei Kühen. Und der nimmt dann immer so einen Hobel und hobelt praktisch die Hufe ab und an sind die dann so eitrig drunter. Und wenn er dann so reinfährt, dann spritzt da so eine Masse raus. Lecker. Schön. Die Masse, die dann beim gusseisernen Pfannen dann übrig ist. Genau, die fürs Einbrennen vom Pfannen benutzt. Bei beiden Sachen nicht so, also bitte links in die Gruppe, ganz wichtig. Ja, können wir mal machen. Wir wissen, heißt, was wir da sehen können. Ja, Nate the Hoof Guy heißt der, glaube ich. Nate the Hoof Guy. Ja, nein, danke, ich glaube, da verzichte ich lieber. Das ist die Fortsetzung von Tamme Hanken. Ja, Tamme Hanken hat ja die Hufe eher gebrochen und er schnitzt halt am lebenden Objekt.
Okay, es läuft ja aus dem Ruder. Aber habt ihr sowas? Habt ihr auch solche Kanäle? Nein. Also ich glaube, das Verrückteste, das ich jetzt in Corona-Zeiten immer angeschaut habe, das war jetzt kein bestimmter Kanal, weil das haben irgendwie mehrere gemacht. Das war immer irgendwelche Typen oder auch Mädels, die sich irgendeinen Film anschauen und sich dabei quasi filmen und dann auf diesen Film reagieren. Und ich habe mir das wiederum angeschaut, wie die diesen Film angucken. Boah, aber das muss ich auch sagen, das wurde mir jetzt auch öfters vorgeschlagen und ich habe es ein paar Mal versucht, aber bei mir klappt das nicht. Das ist teilweise, finde ich das sogar sehr nervig. Aber es ist vielleicht auch die Filmauswahl bei dir gewesen, Stu. Also diese Produktionsfirma, die du dir mal ausgesucht hast, ich weiß ja nicht. Erwittelt, ja, stimmt. Also Theresa Orlowski-Films ist halt auch wirklich alt. Ne? Das. Ich kann leider auch nicht so richtig mithalten. Das Einzige war, aber das ist nicht mal, ich weiß gar nicht mal, ob es auf YouTube tatsächlich ist, aber dieser Trend, der kommt ja, glaube ich, von TikTok, dieses Soaking or Jump Humping. Da hab ich, wie viele Videos hast du geschaut? Ja, ich war dann schon neugierig, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wer alles damit was anfangen kann, aber das war schon hier und da mal Thema in diversen. Like, wer es noch kennt, ja. Also ich habe auch nichts, also ich schaue keinen Leuten zu, die irgendwie Hufeisen entfernen, dann das Ei rausspritzt. Wenn ich schaue, dann schaue ich hauptsächlich Speedruns, aber das ist auch nicht jetzt Besonderes. Aber das ist schon so eine Faszination, finde ich. Also ich meine, man muss sich ja mal vorstellen, so ein Huf ist ja eigentlich, eigentlich tatsächlich, eigentlich, man stellt sich es vor, richtig hart und so. Aber es ist ja im Prinzip, ist der Mensch, der da rangeht, ja eigentlich nur eine Art Pediküre für diese Tiere. Ja. Und ja, ich finde es spannend. Früher habe ich mir immer diese Pickel-Ausdrucksender. Oh, nein. Du hattest mich bei Hufe, deswegen, ich bin seitdem total hooked. Aber. Ja, sind schwarz-weiß, würde ich es mir auch anschauen, aber so, nee. Pass auf, das Huf. Könnte man es auf Letterboxd locken, dann ja. Definitiv. Ja, bei so einem Musical wäre ich es auch schauen, aber. Ist das von A24, weil dann ist es richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist so langsames Ausdrücken von Frances McDormand. Ja. Also in schwarz-weiß und als Speedrun. Und wir alle sind hooked. Aber so heißt der Film dann auch. Langsames Ausdrücken mit Frances McDormand. Das ist der komplette Titel dann. Das Hufeisen beginnt dann zu singen. Ja, genau. Und dann kommt Julian Bam rein und dann war's das. Könnte ich nochmal Aufklärung haben, wer ist Julian oder was ist Julian Bam vielleicht auch? Ich weiß nicht, was da, oder wer das ist. Du kennst Julian Bam nicht? Nein. Also wirklich. Ein deutscher YouTuber, der seit, was, einem Monat das, jetzt? Das ist der eine deutsche YouTuber. Ja, dann seit einem Monat jetzt eine Netflix-Serie hat, diese Life's a Glitch, und der hat früher komplett aufwendige Videos produziert, in die wirklich viel Arbeit und Liebe reingeflossen ist. Okay, wie viele Hufe hat er denn gereinigt in diesen Videos? Das ist ganz wichtig. Paul, das musst du beantworten, das weiß ich ja, fünf oder sechs waren es, glaube ich. Aber ich habe nicht gezählt. Aber er wurde schon mal von Tom Hanks himself wurde er gegrüßt. Ich weiß, bin mir nicht sicher, ob Tom Hanks wusste, wen er da grüßt. Bam hat Tom Hanks pedikürt. Aber nein, aber der macht so Filmstuff. Und übrigens, ich weiß nicht, wann dieses, ob was, dieses was hier überhaupt der? Irgendwann erscheinen wird. Aber bald kommen die neuen Hauptvideos von Julian Bam. Und da könnt ihr ja alle dann mal reingucken. Genau, keine 27.11. Genau, ja. Ganz genau. Was ist ein, also das, wir kommen vom 100. ins 1000. Was ist denn ein Hauptvideo im Vergleich zu, es gibt also auch Nebenvideos. Ist das so wie Haupt- und Nebenkläger? Ja, das ist Hauptkanal und Nebenkanal, aber das führt jetzt hier wirklich zu weit. Ich weiß nicht. Nein, dann macht ruhig. Dann bin ich ja komplett raus. Bei YouTube, das ist ja widerlich. Ich habe eine PowerPoint vorbereitet, die kann ich irgendwie teilen, wenn ihr wollt, dann können wir. Genau. Also wenn du dabei tanzt oder singst, dann bitte nach. PowerPoint, Musical. Also viele YouTuber haben das Konzept gestartet, dass sie einen Nebenkanal aufmachen, wo sie dann so anderen Content bringen oder so. Okay. Und Julian Bam hat irgendwann aufgehört, auf seinem Hauptkanal Videos zu machen und nur noch auf seinem Nebenkanal Videos gemacht, was dann hauptsächlich so Reaction-Zeug war. Ein verrückter Hund. Ja, es ist komplex, ja, ja. Aber mal ganz ehrlich, Reaction-Videos ist auch wohl das lächerlichste und langweiligste und armseligste, was es gibt. Das ist aber ein ganz spannender Trailer. Guck mal. Ja, wenn ihr so auf die Spitze treibt, nee, aber mal ganz ehrlich, weißt du, wie gerne ich mir Reaction-Videos zu Sachen angucke, die ich entweder schon gesehen habe, weil dann fühlt sich so, also vorzugsweise natürlich zu Sachen, die ich mag, weil dann fühlt sich so ein bisschen an wie so, ich zeige euch das jetzt, weil ich weiß schon, was passiert. Aber zum Beispiel bei Game of Thrones gucke ich mir total gerne an und wenn sie da dann die Kinnladen so runterfangen und ich sitze daneben. Aber ganz ehrlich, also für mich wirkt das so einfach,
ich erstelle Content oder ich missbrauche Content von anderen. Ja, du bist schon hart. Sorry, ja, natürlich, weil es gibt mich, auch mich vor die Kamera setzen und ich gucke jetzt irgendwie was anderes und sage so, also Wahnsinn. Was der mit dem Huf anstellt. Wahnsinn. Was ist das für eine Masse, die da rausspritzt? Also warte mal. Es gibt keine Reaction-Videos auf den Hufdoktor, glaube ich. Max, ich glaube, du hast noch nicht. Ja, noch nicht, noch genau. Nicht, das ist deine Max, das wäre, glaube ich, was für deinen Nebenkanal bei YouTube. Oh. Ruff Rauscher. Aber meine blöde Frage, ist es mit diesen Reaction-Videos, wenn es da Reaction-Videos auf Filme gibt, dann stelle ich mir das so in etwa vor, wie wenn man praktisch daheim sitzt und seiner Freundin, / seinem Freund, irgendwie seinen Lieblingsfilm zeigen will, zum ersten Mal, und dann sieht sie sich den an und du siehst die ganze Zeit sie an und sie kann den Film gar nicht genießen, weil du sie die ganze Zeit von der Seite ansiehst. Genau, ja, und das ist, diese Distanz schafft dann quasi das Reaction-Video. Also natürlich, es kommt auf den Fall an, es gibt auch genug Reaction, die schaue ich mir nicht gern an. Warum soll ich mir die anschauen, wenn da einfach nur so ein Typ oder auch eine Typin sitzt, die einfach nur sich das anschaut und da gar nichts passiert und da auch nicht drüber geredet oder so wird. Aber es gibt schon echt so ein paar Kanäle, bei denen ich, zumindest wenn ich die Serie auch kenne, sehr gern dranbleibe. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich so ein Reaction-Video rankomme, ist da immer irgendein Typ vor der Kamera mit dem Basecap, der ausrastet bei kleinsten Sachen. Oh mein Gott, der Buchstabe! Oh mein Gott, der Buchstabe! Ja, aber so bin ich auch. Wenn ich hab früher... Früher habe ich auch zu Game of Thrones, als es noch lief und als es noch immer irgendwo streambar war, habe ich teilweise meine Reaction auch aufgenommen. Die habe ich auch noch hier irgendwo auf dem Rechner, die will ich aber nirgends zur Verfügung stellen. Wir haben ein neues Ziel, Leute. Aber es ist ja auch nicht nur Reaction, es gibt ja auch dann Kanäle, die irgendwelche anderen Videos einordnen oder den Kontext setzen, was manchmal hilfreich ist, um Sachen zu verstehen, die irgendwie schon länger laufen, um dort irgendwie Einordnung zu geben. Also in dem Sinn macht das dann schon irgendwo Sinn. Das also, finde ich immer richtig gut, so Tom und Jerry Ending Explained und so. Also, super. Also ich finde das richtig gut. Ich bin ja richtig strunzend dumm. Und wenn ich sitze da bei jedem dritten Film, bei jedem zweiten von A24, sitze ich da und sage, also meine Reaction ist, ich verstehe das nicht. Kann mir das mal jemand erklären? Oh, geil, YouTube hier, Nebenkanal von Julian Bam, erklärt mir das. Super. Ja, aber es geht nicht nur um Filme, es gibt ja auch Reaction zu anderen, auf andere YouTube-Videos, die dann irgendwelche Alter. Der kann ja alles, weil nur der weiß auch den Sinn des Lebens. Genau. Julian Bam. Bestimmt, klingt doch schon wie Dalai Lama. Wobei, ich will jetzt nicht nur auf YouTube draufhacken. Es gibt auf YouTube sehr viele tolle Kanäle, die sich auch mit Film beschäftigen. Also gerade wenn man so auf Film-Essays steht, Sachen wie jetzt Thomas Flight zum Beispiel, Cinema Tyler oder leider eingestellt immer noch großartig dieser Every Frame a Painting, der jetzt mit David Fincher diese Netflix-Serie gemacht hat, die jetzt, glaube ich, im Dezember kommt, wo es um die Kraft des Kinos geht. Ja. Das ist ja, so, das war langweilig. Machen wir weiter. Nee. Ich habe doch mal beim Stammtisch Magazin habe ich mal irgendwie diesen This Guy Edits empfohlen. Also vielleicht kannst du den ja ersetzen, den Every Frame a Painting durch den Editor. Ja. Wir Editoren werden ja sehr selten gewürdigt. Ja, das stimmt. Das muss ich mal Werbung machen. Die haben auch keine Lobby, das ist einfach echt ein Problem. Nee, wir haben tatsächlich keine Lobby. Ja. Ich stelle mir gerade vor, so, weißt du, der Film 1917 hat Premiere und alle fallen so, wow, kein Schnitt. Und daneben die Editor, ich hasse euch alle. Glaubst du, wie wir da geweint haben, als dieser Film rauskam? Da habt ihr einfach keinen Schnitt gemacht. Wir haben, die Editoren haben die schlechten Kritiken, kommen alle von Editoren, von der Gewerkschaft. Ja. Und was ich übrigens auch aktuell sehr gerne gucke, ich habe einen österreichischen Kochkanal für mich entdeckt. Kein Stress kochen. Es ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt zum Kochen anregend finde, was der macht, aber es ist sehr unterhaltsam. Es ist so ein bisschen wie, kennt ihr You Suck at Cooking? Oh ja, You Suck at Cooking. Der ist großartig. Der ist ja herrlich. Ja. Gut. Da liegen, Kathi, ich merke, die Pause danach bitte nicht wegschneiden. Also die wollen wir schon drin behalten. Glaubst du ganz ehrlich, ich schneide etwas mit 6 Personen? Wie viel Zeit glaubst du, habe ich?
Ja, Paul, mit den alten Männern sagt man halt nicht. Ich merke so, so eine kleine Generation Kluft hier. Ja. So ein bisschen, zumindest in Bezug auf YouTube-Videos. Genau. Inwiefern? Inwiefern? Ja. Das ist Altersdiskriminierung hier, junger Mann. Es gibt halt die Alten, die Geschmack haben und die Jungen, die es nicht haben. Ich meine, unser Internet fing ja mit rotten.com und da hast du praktisch dann so ein Video angeklickt und hast erstmal einen halben Tag warten müssen, bis es gebuffert war. Ist es bei euch in Deutschland nicht noch immer so, dass ihr... Ja, okay. Ja, was viel. Und das muss man jetzt den Geografie-Schwachen ja hier erklären. Also Kathi kommt ja aus Österreich und das ist ja also hunderte von Meilen von Deutschland entfernt. Sitzt zurzeit residiert zurzeit in Schweden, am Berg von Ingmar Bergmann. Genau. Ich wohne basically in der Kirche neben dem Grab. Das ist. Wirklich? Wusstet ihr eigentlich, dass Ingmar Bergmann gar kein Bergmann war? Der wird auch nicht Bergmann ausgesprochen, der wird Bergmann ausgesprochen. Ach Gott. Gottchen, ja. Also wir sind, also wenn das Feuilleton uns jetzt nicht entdeckt, dann weiß ich auch. Nee, das ist ja eh unsere Bewerbung für den Grimme-Preis 2022. Ja, läuft, oder ehrlich gesagt. Läuft super. Alles nach Plan. Mit unseren YouTube-Vorschlägen, das ist, haben wir sicher. Julian Bam und Leute, die Alter vom Pferden ausdrücken. Ja, ich hab das schon wieder vergessen mit den Hufeisen. Ja, aber da musst du mal kommen und mal YouTube wieder anmachen. Also. Eben, ich werde heute den Link noch ein bisschen rumschicken und vielleicht machen wir mal eine Watch-Party von den besten 10 Hufkrankheiten. Ich mache auf meinem Nebenkanal eine Reaction auf diese ganzen Sachen. Und ich mache eine Reaction auf deine Reaction, auf meinem Drittkanal. Das ist gut. Und dann erkläre ich, also das Ende von meinem Video erkläre ich auf meinem zweiten Nebenkanal. Ja. Okay, gut. Paul, ich habe das Gefühl, wir werden nicht ernst genommen hier. Nee. Werden wir auch nicht. Ja, aber ich meine, es ist ja jetzt eine gute, ich finde, das ist eine gute Überleitung zu dem, weil im nächsten Jahr steht ja diese Telestammtisch-Umstrukturierung irgendwie an, von der tatsächlich noch nicht so wirklich klar ist, wie genau, ich möchte da Edgar Selge zitieren aus Rossini, den ich auch schon mal zitiert habe, und ich sage, ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Ich meine, wir sammeln ja jetzt nur Impressionen. Ich meine, und wir testen natürlich, ob die Kollegen das überhaupt hören. Wir wissen ja jetzt nicht, ob er zwischen die Filmbesprechungen vielleicht ein paar Hufpflegetipps einstreuen soll. Weil ich fand es immer schon wichtig, dass man zwei auf den ersten Blick nicht zusammenpassende Communities vielleicht zusammenführt. Ja. So wie sie es damals gemacht haben mit Kaffee und Einhörner. Was? Das ist übrigens der falsche Plural, das heißt Einhörners. Das bitte korrigieren in der Sprache. Max, ich bin sehr enttäuscht. Das hätte ich dir zugetraut, dass du weißt, dass es Einhörner ist. Also ich bin ja schon jetzt dabei, mich weiterzubilden. Ich bin jetzt hier auf www.derhufshop.de. Ihr Herstellershop für THM Hufpflegeprodukte. THM? Thomas, zum Beispiel hier, eines der Top-Produkte, THM Hufstabil Extra. Effektives Auftragemittel zur Hilfe bei der Sanierung von Problemhufen. Das ist die neue TL-Serie, die Problemhufen. Warte mal, eine blöde Frage. Das ist doch so eine Paste, auf die du eine Sohle draufklebst. Weil wenn die nämlich so einen Huf reparieren, dann schaben die ja so gut 3, 4, 5, 6, 7 Zentimeter streckenweise ab und dann steht das Pferd schief oder die Kuh. Ich weiß deswegen nur, dass da hier ein Pinsel neben dem Fläschchen noch dabei liegt auf dem Bild. Mehr kann ich nicht. Also es ist auf jeden Fall unglaublich spannend, weil man eben keinen Bezug zum Huf an sich hat. Der Mensch hat keinen Huf. Und wenn man uns die Ferse so abschaben würde, das können wir uns nicht vorstellen. Oder hier, gerade im Angebot, THM Strahlbalsam. Zähflüssiges Auftragsmittel gegen Strählfäule und zur Pflege und Gesunderhaltung des Hornstrahls. Toll. Das muss man jetzt auch dazu sagen, lieber Andi, das ist unser erstes Placement für das neue Konzept. Wir haben einen Sponsor an Land gezogen, aber das weißt du noch gar nicht. Wir testen jetzt, ob du es herauskriegst, indem du diese Folge hörst. Der Max hat durch regelmäßiges Kommentieren von YouTube-Videos es geschafft, diesen Sponsor an Land zu ziehen. Ja. Eben. Also wir sind ja eigentlich ein Filmpodcast, ne? Deswegen müssen wir jetzt eigentlich die Top 10 unserer liebsten Pferdefilme hier anschließen.
Bibi und Tina. Ich werf mal. Ja, wobei, das finde ich gar nicht so blöd. Die Top 10 der besten Pferdefilme. Beziehungsweise jeder muss eigentlich nur seinen besten Pferdefilm nennen, weil wir sind ja eh schon fast 10 Leute. Top 6. Oder die 6, die 6 Empfehlungen. Ich möchte die Kategorie leicht variieren und sagen, also es reicht, wenn ein Pferd drin vorkommt, oder? Gut, dann nehme ich die Dokumentation Zoo, da geht es um Zoologie. Im entferntesten. Na dann, keine Ahnung, ich hätte jetzt hier wieder das Turiner Pferd, aber das habe ich noch nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht nehmen. Ich nehme Ostwind, 5 oder 6. Ach nee, 6 gibt es gar nicht, Entschuldigung. Ich nehme Bibi und Tina 1 bis 4, glaube ich. Oh Gott, ich keine Ahnung, ich nehme der Pferdeflüsterer. Ich nehme wirklich die Dokumentation Zoo. Ach so, du hast es schon, okay. Die ich einst mal mit meiner Mutter gesehen habe und dachte, das ist eine Dokumentation, da geht es halt um Zoos. Und musste dann feststellen, nein, es ist die wahre Geschichte von einem Typen, der gestorben ist, nachdem er Sex mit einem Pferd hatte. Die ideale Doku, um sie mit seiner Mutter zu gucken. Okay, alles klar. Ja. Timo. Ich nehme diesen Director's Cut dieses A24-Films, dessen Name mir gerade nicht einfällt, aber gibt es dann im Director's Cut, der geht ungefähr 4 Sekunden länger. Und da sieht man halt in einer kurzen Szene ein Pferd, was da über den Flur läuft. Ah. Frag mich nicht nach dem Titel, habe ich gerade nicht. Ich habe das nicht so mit Namen und Titeln. Was? Wie? Eighth Grade von Bo Burnham. Und da gibt es eine Szene, die rausgeschnitten wurde, weil ein Pferd über dem Flur läuft. Ja, es hat eine Hufheule, das hat aber nicht gepasst, dramaturgisch. Die sagen, das würde auch finally diese Kontroverse in dem Film selber ein bisschen aufdröseln. Aber das ist jetzt für dieses Format vielleicht ein bisschen zu viel, um das zu erklären, weil wir haben ja auch nicht die Zeit. Eigentlich ja, haben doch, alle Zeit der Welt, also wir haben alle Zeit der Welt. Also es ist heute mehr oder weniger wie das Jenseits sozusagen. Mein nächster Podcast-Termin ist morgen um 11, also Vormittag, von daher. Ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit einem Pferd gesehen. Was? Zählt Sandra Bullock auch? Oh. Das ist jetzt Max. Aber wirklich despektierlich. Also wir wollen hier jetzt. Entschuldigung. Aber Max, der erste Film, den ich jemals im Telestamm gesprochen habe, Pelikanbluten, der war mit euch zwei. Da kann man auch Pferde drin finden. Stimmt. Ja, stimmt. Aber mein Lieblingspferdefilm ist, glaube ich, tatsächlich The Rider. Ich dachte, jetzt kommt Gravity. Aber von Chloe Zhao? Nee. Ja, von Chloe Zhao. Und das mit Sandra Bullock war natürlich despektierlich, aber. Aber sorry, jetzt stelle ich mir gerade vor, Gravity mit Sandra, also mit Pferd. Pferd das so im Weltall. Und George Clooney versucht, dem Pferd zu erklären, dass es einfach nur bremsen muss, aber es versteht es nicht. Es gibt allgemein zu wenig Science-Fiction-Filme Pferden. Aber mir fällt tatsächlich jetzt eine Frage ein, und zwar, ich stelle jetzt einfach mal, auch wenn sie jetzt so out of context wirkt, aber habt ihr Darsteller, Darstellerinnen, wo ihr einfach sagt, so, egal was los ist, nee, keine Chance, ich mag sie nicht. Der Film wird da... wird mir dadurch zerstört. Ich weiß, dass eine gewisse Person mir, ich weiß schon, was Katharina jetzt sagt, ja, aber ich würde es vor allem bei Paul, Theresia, Timo und Max interessieren, ob die vielleicht irgendwie so jemanden haben, wo sie sagen, boah, wenn der oder die mehr mitspielt, da ist es ganz schwierig, dass ich da irgendwie Spaß dran habe. Jesse Eisenberg. Ich habe keine Ahnung, warum, aber irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, das ist ja das Lustige, meistens haben die Leute keine Ahnung, wieso. Ja. Bei mir ist es, also ich glaube erst so in den letzten Jahren, aber ich kann, also ich glaube, sie macht jetzt eh keine Filme mehr, aber ich kann mir Meg Ryan nicht mehr anschauen. Die übrigens heute 60 Jahre alt geworden ist. 60, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also sehr gut, nicht Meg Ryan. Aber man muss das dazu sagen, nicht alles von Meg Ryan wird 60. Also Teile von ihr werden 60. Gott, ich distanziere mich von vielen Aussagen in diesem Podcast. Das ist, möchte ich kurz mal hier anmerken. Hier. Also ihr könnt ruhig die anderen canceln. Kathi und mich, wir wurden hier. Wir sind die Jungen, wir sind die politisch Korrekten. Ja, eben, ihr müsst ja woker sein als wir. Genau. Ihr seid ja auch, ihr seid ja, wir sind jungen ja ein bisschen Hüpfer. Die blöden Alten. Das hast du jetzt gesagt. Ihr habt halt auch frische Hufe drauf. Das habt ihr bei YouTube gefilmt, wie das gemacht wurde und auf dem Nebenkanal gepostet. Und deswegen ist das einfach nicht ganz unsere Welt. Also Max, du und ich sind da einfach auch alte Knacker. Ich finde es aber trotzdem irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, ich bin eher so jemand, der dann Leute wie heißt die von Sex and the City? Die ist Sarah Jessica Parker. Die hatte ja vor kurzem irgendwie so ein Interview,
weiß ich jetzt aus der Gossip-Presse, wo sie sich drüber aufgeregt hat, dass die Leute sie beleidigen, weil sie ein bisschen faltiger geworden ist im Gesicht. Und ich finde das ja eigentlich sehr gut, wenn vor allem Schauspieler und Schauspielerinnen mehr oder weniger ihre Lebenserfahrung auch ein bisschen ins Gesicht furchen und das dann auch lassen. Und deswegen bin ich immer schockiert, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen meistens in Hollywood so diesen Drang dann finden, sich die Haut zu glätten und oder sich die Nasen abzuschneiden, wie jetzt Frau Bullock oder Meg Ryan, und es sind ja nicht, beileibe nicht die einzigen. Und ich habe halt dieses Schönheitsideal noch nicht so wirklich verstanden. Und deswegen fühle ich mich auch nicht schlecht, mal so einen blöden Kommentar abzulassen, weil ich es einfach schade finde. Also meine Mutter hat mal zu Sarah Jessica Parker gesagt, vor vielen Jahren, die Frau hat ein Gesicht wie ein Fuß. Leute, lasst doch die Leute aussehen, wie sie wollen. Das hat meine Mutter gesagt, nicht ich, weil ich muss ehrlich sein, ich überlege die ganze Zeit, aber mir fällt jetzt spontan niemand ein, wo ich sage, boah, wenn er oder sie mitspielt, habe ich keinen Bock drauf. Halt Glöckler. Es gibt halt so Leute, wie zum Beispiel so ein Ralf Möller. Da ist dir schon klar, wenn der irgendwo mitspielt. Ja, ja. Ist schon klar, ich soll hier getriggert werden. Ist schon klar. Hm? Oder Mario Basler oder so. Ja, das ist richtig. Hier, das muss man aber hier erstmal machen, dass man hier mich einlädt und nicht Bescheid sagt. Hier, ich bin ja eigentlich der Star heute hier. Hier, guck mal, super, du hier da Proteine gegessen und super. 5 Oscars, ne? Gladiator. Gladiator, 5 Oscars, Ridley Scott, Russell Crowe. Hat super Spaß gemacht. Erstmal machen, ist auch der Name von meinem neuen Buch. Ja. Vielleicht sehe ich den auf unserer Weihnachtsfeier. Jedes Mal, wenn wir über Ralf Möller reden, kommt irgendwann Max um die Ecke und sagt mir so nebenbei, ach, übrigens, es könnte vielleicht sein, dass ich mit dir zusammen Weihnachtsfeier, weißt du, weil. Ja, das sagt er auch meistens so Ende Januar, ja. Anfang Februar. Ja, genau. Weil er sich schon diebisch freut und er hat ein gutes Gefühl, dass das klappt. Ich meine, als Ralf Möller bei uns im Studio war, geht's hier los. Hatte ich frei. Ja, jetzt kommt die alte Story. Da hatte ich einmal frei. Top Story, Max, gerne wieder. Das ist so mit die langweiligste Story. Die, wenn mir irgendjemand erzählen wird, dann würde ich ihm den Amboss ins Gesicht flecken. Aber naja, egal. Wenn du ihn siehst, grüße bitte, also ganz wichtig. Ja, ja, klar. Grüße an Papa. Ich rufe dich dann an. Vielleicht, und dann könnt ihr mal miteinander sprechen. Ja, super, wenn ich ihn anrufe, freue ich mich richtig. Ja, aus Recklinghausen. Bademeister früher gewesen und dann Mr. Universum 3-mal, 5 Oscars Gladiator. Okay, habt ihr auch gerade diese komische Stimme gehört die ganze Zeit? Ich weiß gar nicht, was hier... Ja, ja, das ist Paul. Ich dachte, das war alles in meinem Kopf, okay. Oder Paul, reiß dich ein bisschen zusammen, das hören vielleicht doch drei Leute mehr als uns, ne? Entschuldigung. Danke. Ja. Mäßige dich ein bisschen, junger Mann. Du musst noch viel lernen, junger Padawan. die Frage zu beantworten, um mal zurück zur Frage zu kommen. Mhm. Ich bin jetzt nicht mehr der allergrößte Anhänger von Liam Neeson. Weil mir das doch, sagen wir es ehrlich, wie es ist, mir geht diese gleiche Scheiße voll auf den Sack. Das ist immer der gleiche Film, es ist immer die gleiche Situation, es ist immer schlecht gespielt. Also er hat auch keinen Bock. Oh. Ist nicht mein. Das letzte, was ich gesehen habe, war, und jetzt fehlt mir schon der Titel, da hat er irgendwie einen Dieb gespielt. Ah ja, Honest Thief, der irgendwie geläutert wurde und alles irgendwie beichten wurde. Und dann kam noch mein zweiter Favorit, Jai Courtney. Ja, und da hatte mich der Film verloren. Und ich habe ausgerechnet dieses Jahr den neuen Liam Neeson, nämlich hier The Ice Road in der PV verpasst, weil der Zug nicht fuhr. Das war ärgerlich. Das war sehr ärgerlich. Die Pressedame wollte mir noch einen Screener zur Verfügung stellen. Ich habe ihn bis heute nicht gesehen. Die eine Presse. Die eine, ja. Entschuldigung, Paul, ich wollte kurz sagen, weil der Film hat mich verloren. Also für euch, ich war total lost. Ich war sehr random und zwar ich war lost. Ja, es war ein sehr cringer Moment. Ja, wollte gerade sagen, lost ist schon ein bisschen länger her. Cringe ist es. Das ist sehr unangenehm alles gerade. Ja. Was jetzt genau? Also ich bin dabei, deswegen ist das, ich kenne das. Also ich weiß, ich kenne diese, das Gute ist, dass wir uns nicht sehen, sonst hätte ich immer, wären es immer diese Blicke und dieses hinter der Hand getuschel. Jetzt ist es halt, man schaltet sich auf stumm, man macht parallel eine Chatgruppe auf und sagt, sag mal, wer hat diesen Menschen eigentlich eingeladen?
Antwort, ich mich selbst. Hallo. Hier hat sich noch niemand wirklich vorgestellt. Ja, okay, stimmt. Also Max ist mein Assistent jetzt gewesen, all die Jahre bei der Late Night. Mhm. Also sozusagen meine Michelle Hunziker, nur ohne dieses komische Barbed Wire Tattoo. Ich dachte eher deine Paola Felix. Also ja. Bin ja schon ein bisschen älter. Ja. Das wäre so meine Referenz. Ich kenne die auch gewesen. Noch, aber ich wollte jetzt Paul und Katharina nicht verunsichern, weißt du? Oder wolltest du mich triggern und damit, das kommt schon wieder raus. Entschuldigung, das ist dieses. Nee. Ich habe dieses Virus, das Parodie-Virus, das kommt manchmal einfach. Ah, hier, mein Lieber, das ist also hier die Late Night. Habe ich ja auch mal gemacht bei RTL. Hier, mein Lieber, super. Ja, Tommy, willst du vielleicht unsere Gäste mal vorstellen? Es ist nicht Schiller, es ist nicht Goethe, es ist der Telestammtisch mit dem Stu. Hallo. Wer ist der andere noch? Was? Und der Maximilian. Hier ist er. Das war ganz, ganz toll. Das war deine Mike Krüger-Parodie. Das war wundervoll. Ich muss einmal noch kurz fragen, ist Theresia noch da? Ich bin noch da, ja. Okay, hallo. Ja, hi. Ich muss ganz ehrlich sein, Theresia hat, ich gebe es zu, ich habe in den letzten Tagen die ganzen Late Nights mal so nochmal nachgehört, zum allerersten Mal, by the way. Ach, du warst das. Ja, genau, ich war das. Und mir gefällt die mit Theresia am besten. Oh. Ja. Ach, danke. Also jetzt nicht hier, dass ich jetzt die anderen, okay, die anderen waren alle scheiße, aber die mit Theresia fand ich gut. Wo ist denn hier dieser Ausstiegsknopf für dieses Jitsi? Könnt ihr mir das mal einmal sagen? Entschuldigung, fuck, Freund. Unter deinem Sessel. Ich weiß gar nicht, das war halt dann so eine komische Situation, wenn ich halt die ganzen Leute hier noch nicht kannte. Und ich glaube, das war die erste Aufnahme mit dir und Max. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Und es war sehr lustig, ja. Wir haben ein schönes Sprachquiz gemacht. Wir haben dafür gesorgt, dass die Kulturen sich mehr und besser verständigen können. Wir haben dich auf einem Bären reiten lassen. Mhm. Du hast eine sehr schöne Geschichte davon erzählt, wie du in Kanada fast zum Grizzly gefressen wurdest. Es war sehr schön. Ah ja, ich kenne auch den Film. The Revenant heißt der, glaube ich, ne? Das passiert auf meinem Leben, ja. Sag mal, apropos Revenant und Liam Neeson, der hatte doch auch irgendwie so einen Film, wo einen Bären gefressen wurde, oder? The Grey. Den machen wir auch. Wölfe, oder? Ja, The Grey unter Wölfen heißt der, ja. War das sein letzter guter Film? Man muss ja dazu sagen, dass er neben den Actionfilmen auch immer mal wieder Dramen dreht, die nicht alle so kacke sein sollen. Ich habe sie nur nicht gesehen, weil, lieben Neeson, es geht mir irgendwie bei Timo, wenn man den Namen sieht, denkt man so an früher, als er noch irgendwie Gewicht hatte, dieser Name. Ja, so Schindlers Liste, Darkman, Under Suspicion, etc. pp. Und dann kamen die Actionfilme und die haben es versaut. Ja, und ich habe auch diese Allergie entwickelt. Immer wenn ich dann das sehe, dann muss ich Liam niesen. Das ist immer ganz schlimm. Also es hört dann auch einfach nicht auf. Niesen. Ja, der war die. Aber können wir mal die Sache mal umdrehen? Ich möchte die Frage aufs Protokoll beantworten. Ja, bitte. Ich möchte noch sagen, die von Stu. Oh Gott. Ja, okay. Also das mit den doofen SchauspielerInnen. Ja, okay. Ja, genau. Ja, also ich möchte nur von der Call Ryan Gosling sagen, aber mehr als auch nicht. Die habe ich noch nie gehört. Das ist zum Beispiel was ich überhaupt nicht verstehen werde, aber egal. Ich sagte Ryan Gosling, wissen, Max. Gesagt, ja, ich war jetzt. Ach so, jetzt habe ich diesen Witz. Ich wollte jetzt mal umdrehen. Gibt es eigentlich Schauspieler, die für euch wirklich für Qualität dann stehen? Ryan Gosling. Mir ist nämlich eingefallen, oder mir ist aufgefallen, jedes Mal, wenn ich irgendwie eine deutsche Produktion sehe, in der entweder Franz Rogowski und oder Sandra Hüller drin sind, dann finde ich das gut. Sandra Hüller hat in Fuck You Goethe 3 mitgespielt, ich würde das nochmal überdenken. Ja, was... Franz Rogowski war sicher auch nicht nur in der... aber... Ich muss kurz Miete. Machen, also, Miete. Braucht man ein Gesicht dafür. Ach, der ist das. Mhm. Franz Rogowski, ja, der ist ja für mich so der deutsche Joaquin Phoenix. Oh, ja. Ja, ja, ja. Das, ich sehe, was du siehst. Oh, nee, also die Frage kann ich jetzt echt schwer beantworten, weil ich mag sehr viele Schauspieler, aber ich mag nicht immer
ich mag sie nicht immer in jedem Film und ich habe jetzt keinen, wo ich glaube ich so sage, oh, wenn nur der mitspielt, dann ist das schon ein Film für mich. Adam Driver. Aber es gibt doch sicher Schauspieler, die eine gute Rollenauswahl haben. Gibt es eigentlich einen Schauspieler, der wirklich in keinen Kackfilmen mitspielt, weil er einfach eine gute Agentin hat oder ja, sowas? Ja, also Daniel Day-Lewis? Ja, der ist aber zu, also der ist zu Method, also ich finde, der zählt nicht so ganz. Ja. Aber es gibt schon, also ich würde jetzt schon einen nennen, der aber auch sehr mainstreamig ist und der mir in den letzten 20 Jahren, also Leonardo DiCaprio hat schon wirklich eine extrem gute und auch eine sehr, sehr selektive Rollenauswahl. Es gab so eine Zeit, wo man auf Teufel komm heraus ihn auf Oscar dann auch pushen musste und das hat er dann ja mit The Revenant geschafft. Aber das ist schon einer, der ja auch sich in Anführungsstrichen so rar macht, dass das, was dann kommt, immer auch einen gewissen Qualitätserfolgsdruck hat, aber dem hält er immer stand. Das ist jetzt eine furchtbar ernste Antwort bei so einer Frage. Aber ich muss ja, wäre eventuell jemand gewesen, den ich genannt hätte. Bei mir ist es halt schwer, so mit Schauspieler, Schauspielerin. Ich bin mehr so der Regisseur, Regisseurinnen-Typ. Also das, wenn... Ja gut, aber das finde ich immer einfacher, weil nämlich der ja mehr oder weniger ja eigentlich für den Film dann auch größtenteils verantwortlich ist. Ja klar, aber ist halt so, wenn der neue Paul Thomas Anderson kommt, weiß ich will ihn gucken. Ne? Und ich weiß auch 90%, dass der mir sehr gut gefallen wird. Und bei den Darstellern, Darstellerinnen, boah, ist echt schwer. Ich mag Charlize Theron ganz gerne. Also die macht natürlich auch Filme, die ich nicht so geil finde, aber die gucke ich mir immer gerne an. Ich bin auch ein großer Fan von Tom Hardy. Deswegen ist natürlich Matrix Reloaded so gut. Guck mal, er hat es wieder geschafft. Er hat Matrix Reloaded in den Podcast gebracht. Und ich weiß, es ist jetzt... Hund. Ja, der ein verrückter Hund. Und ich habe jetzt letztens diesen Finch gesehen. Ja. Und da hat mir auch wieder gezeigt, dass Tom Hanks echt gut ist. Mhm. Das überrascht nach zwei Oscars hintereinander natürlich. Ja, aber die total. Sind auch schon 25 Jahre her. Ja, natürlich. Wo ich es mir gerade aktuell so das Gefühl habe, es ist so ein bisschen, er sollte oder sie sollten mal versuchen, aus der Komfortzone rauszukommen, ist Christoph Waltz, der gefühlt immer in Hollywood-Filmen dieselbe Rolle spielt, Ryan Reynolds und Dwayne Johnson. Ja, gut, also bei Ryan Reynolds wird es ja jetzt, wie gesagt, das ist ja... Das. Aber das wird doch mal geil. Ryan Reynolds spielt mal so wie Christoph Waltz. Und das umgekehrt. Wär, ich würde schauen, tut er das so. Nicht eh? Ja, genau. Nee, also wie gesagt, ich habe diesen Buried mit ihm damals gesehen und fand ihn fantastisch, also auch seine Performance da. Ich glaube, der Mann kann auch was, aber dieses Jahr mit Red Notice und vor allem Free Guy, das hat mich so genervt, dass ich da echt raus war. Ich muss mich immer kurz drüber beschweren. Jetzt wird's wirklich ernst. Also, warum schaffen wir Filmkritiker allesamt es eigentlich nicht, mal so eine Art Kodex, sag ich schon, nochmal, einen Kodex einzuführen, wo man einfach über Scheißfilme nicht mehr spricht, damit die keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Weil ich ja fad werde, weil mich nervt das, tatsächlich dieses Red Notice, das habe ich mir irgendwie so 10, 15 Minuten angeguckt und das ist halt mit das Hässlichste, was man für 200, also das ist echt, da hätten sie diese 200 Millionen Dollar, hätten sie auf dem Telestammtisch spenden können. In den Wald. Mal ganz ehrlich, für 200 Millionen US-Dollar bekommt man eine Menge Hufpflegeprodukte. Kann man eine Menge so bei THM. Schaut doch mal auf die Homepage. Bitte. Ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert. Ja, also ich finde, aber als Beispiel, also wir sind jetzt in den Netflix-Untiefen und da finde ich jetzt sogar Red Notice gar nicht so schlimm. Also da gibt es definitiv andere Stoffe, andere Filme, die so wirklich nur auf Content aus sind. Also wo du merkst, so, das soll halt Content für Netflix sein. Ja. Und Red Notice? Ja, ist also Red ja Notice klar. Also, aber Red Notice ist halt ein Film, der ist, keine Ahnung. Ja, der ist obendrein noch. Der soll halt dann Neuregistrierungen generieren, keine Ahnung. Ja. Das ist halt dann kein Filler, sondern... Na, du weißt halt aber auch in Hollywood und die Entstehungsgeschichte, und es sind ja dann auch wohl in Anführungsstrichen nur 160 und nicht 200 Millionen gewesen, aber schneid da rund drauf.
du weißt halt, dass das Ding von dem Rawson Marshall Thurber da geschrieben wurde und dann unter Legendary eigentlich ins Kino sollte. Und dann hat Legendary auch gesagt, ja, aber komm, Skript bräuchte nochmal definitiv Überarbeitung. Und dann hat Thurber halt gesagt, ja, nö, und dann gehe ich halt zu Netflix. Und das ist halt, ich weiß nicht, ob die Frage, die sich im Raum stellt, ob Streaming das Kino killt, ist keine Frage des Finanziellen und auch keine Frage des statt Kino streamig, sondern es ist eine Frage von dem Anspruch, den man dann hat als in Anführungsstrichen Künstler, denn Drehbuchautoren sind ja nun auch Kreativschaffende. Und wenn ich halt sage, mein Scheiß ist so heiß, da muss keiner mehr ran, und wenn ihr doch da ran wollt, gehe ich halt zu Netflix, dann ist das natürlich ein ganz, ganz billiger Exit. Sind wir so ernst in der Late Night hier? Naja, was heißt ernst? Ich meine, Problem ist ja auch, dass für Netflix gilt es ja schon als geguckt, wenn man 2 Minuten reinschaut. Das heißt, der Max hat 15 Minuten geguckt, das heißt, Gratulation, du hast den Haken hinter. Ich weiß, ich habe den Film gesehen. Genau, du hast den Film gesehen. Deswegen ist der überall jetzt auf Platz 1. Genau. Genau, danke. Max. Das wollte ich auch sagen. Es muss ja nicht unbedingt heißen, dass den jeder gesehen hat und jeder für gut befunden hat. Also ich habe ihn zwar ganz gesehen, aber schämlich. Ich mein Highlight des Jahres. Und ich habe ihn für gut befunden. Nee, aber wir sind ich glaube, André Hecker hat das ziemlich gut zusammengefasst. Wir sind A, nicht die Leute, die das gucken sollen, weil wir halt wirklich auch, das klingt jetzt auch sehr arrogant, aber wir gucken Filme schon, glaube ich, anders als der Otto Normalverbraucher, der sich am Wochenende 2 Netflix-Filme anschaut. Ansonsten wahrscheinlich seine ganzen Serien guckt und fertig. Also das sind wir ja nicht. Und ich glaube, gerade die Leute, die sich jetzt nicht so sehr mit Filmen auseinandersetzen, beispielsweise über Entstehung oder auch das ein bisschen tiefer durchdringen wollen, die interessiert das nicht. Die sagen, Red Notice, ja, geiler Film, hier, The Rock ist immer geil, ne? Und Ryan Reynolds ist voll lustig und hier Gal Gadot, er ist voll die Schnitte. Und die hängen dann nebenbei wahrscheinlich am Handy, machen ein bisschen TikTok oder haben ihren YouTube-Nebenkanal gerade am Laufen. Machen eine Reaction, wie sie Red Notice interessiert das dann nicht. Und genau, wechseln Hufeisen. Danke. Ich war nicht schnell genug und dann machen sie ein Reaction-Video, ja. Ja, aber ich meine, genau das ist es ja. Und ich meine, Netflix, wenn du dann sagst, du hast einen Film, da ist Ryan Reynolds und hab schon vergessen, wer da noch mitspielt, auch wurscht, dabei. The Rock ist da noch dabei. Ja, okay. Dann hoffen die sich halt dadurch einfach, selbst wenn du nur für einen Monat dann Netflix holst, um das irgendwie zu machen. Das ist Geld, das ist Werbung, das ist alles. Und so ein Film zieht dann halt auch, da zieht halt dann das Arthouse-Kino nicht die Massen auf die Streaming-Plattform. Genau. Außer man ist Mubi, aber. Ja. Und man muss halt auch. Ja, aber ich finde es halt irgendwie komisch, Entschuldigung, dass der Film, der kam irgendwie raus, und ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur in meiner Blase so, dass halt dann auf einmal von allen Kanälen dieser Film halt besprochen wurde und jeder hat halt irgendwie geschrieben, dass der Film kacke ist. Jetzt weiß ich aber nicht, ob man dann nicht irgendwie mal sagen sollte, okay, es gibt jetzt so viel, warum befasst man sich eigentlich immer mit dem Zeug, das eh immer der gleiche Scheiß ist, wie jetzt da bei diesen Liam Neeson-Filmen. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass wenn solche Kanäle wie wir ja auch, wir haben den Film ja auch vorab sehen können am Pele Stammtisch. Ja. Dann wollen die aber natürlich auch was sehen. Das heißt, die wollen dann auch, dass man eine Kritik dazu macht oder schreibt, aufnimmt, was weiß ich. Und wenn man das dann nicht macht, dann kriegt man auch irgendwann keinen Zugang mehr. Und es ist ja auch so, dass Netflix jetzt nicht nur Kackfilme macht. Ich meine, Netflix hat zum Beispiel Mank gemacht, den ich ganz fantastisch fand. Und der ohne Netflix auch nicht das Licht der Welt erblickt hätte. Das ist immer so dieses, also ja, Netflix hat echt auch Schattenseiten, muss man ganz klar sagen, aber nicht alles von Netflix ist Kacke. Ich warte noch auf meinen Highlight. Ich bin ja eher sogar ein Streaming-Freund. Ich bin ja sogar ein Netflix-Freund, wenn ich es jetzt so runterbrechen würde. Weil ich finde, dass eben die Sache, die Timo da angesprochen hat, auch von vielen Kreativen gut genutzt werden kann, wenn ihnen eben keine Firma ins Drehbuch reinpfuschen darf. Und Netflix ist halt eher so, naja, ihr werdet schon wissen, was ihr macht. Und ganz ehrlich, vor Netflix wäre es undenkbar gewesen, dass sowas wie Squid Game oder Haus des Geldes oder sonstige internationale Produktionen so erfolgreich sind auf dem globalen Markt. Mhm. Ne? Aber ich finde eben, also das ist halt so diese Sache, und dann halte ich ja die Fresse, dass die eben irgendwie, ich keine Ahnung, mir wird viel zu viel Zeit einfach dafür verschwendet, Max, dass Sachen ins Rampenlicht gesetzt werden, so wie Querdenker einfach. Max, wir reden jetzt schon fast länger als die eigentliche Besprechung drüber.
Ja, und ich finde auch, dann trifft es ja sogar fast den Falschen. Also, weil Red Notice so scheiße ist der ja nun nicht. Also, da gibt es ja nun wirklich von Netflix Eigenproduktionen so die ein oder andere, die mir da einfiele, wo ich sage, da wäre dein Agreement zu sagen, wir reden über Scheiße nicht mehr, sondern wir entsorgen die auf den Müllhaufen des Streamings sozusagen. Da wäre ich voll bei dir. Aber bei Red Notice weiß ich nicht. Das ist natürlich auch so ein großes Ding und da kann man sich wahrscheinlich vermeintlich auch, so wie es du das auch sagte, also da kann man durch eine Kritik, die vielleicht frühzeitig negativ ist, ja auch ein bisschen, also ich glaube, Antje Wessel hat es auch mal gesagt, das kommt ja auch gar nicht schlecht, wenn man mal was Mainstreamiges verreißt. Und das ist sicherlich auch noch eine Agenda und ein Punkt der Agenda. Hast du so ein Reaction-Video, wo du halt schlecht reactest und machst halt deinen Nebenkanal auf und, ne? Wenn man während so einem Film einfach stirbt an Langeweile. Es gibt sicher Klicks. Du kannst ja Netflix verklagen, also du nicht mehr, sondern dein Nachkommen oder deine eben. Aber was ich ganz interessant finde, ich musste mir diese Woche einen neuen Netflix-Account machen, weil mein alter gehackt worden ist. Und mein neuer Account ist halt noch ganz frisch und ich habe natürlich schon ein paar Sachen, ich sag mal, bewertet, sodass Netflix weiß, was gefällt mir nicht. Aber trotz allem bekomme ich immer noch so Vorschläge, das hätte mein alter Account nicht gemacht. Ja, zum Beispiel wird mir immer noch Red Notice vorgeschlagen. Der wusste, wie man sich benimmt. Und mein alter Account nicht. Das, oder Anime-Sachen. Mein alter Account wusste, Anime ist nichts für den Onkel Stu, aber der neue Account versucht mich immer noch so, ah, guck mal hier, Anime, geil, oder? Das ist nervig. Der kennt dich noch nicht so gut, der neue Account. Ja, weiß aber, was gut für dich ist. Ihr müsst mal ausgehen zusammen. Ihr müsst mal was essen gehen. Ihr müsst mal ein bisschen Candlelight-Dinner, ein bisschen Romantik, ein bisschen auch mal sprechen. Oh, ja, das, nicht nur Daumen hoch, Daumen runter. Darüber würde ich mir auch was anschauen, wie es so ein Restaurant geht und ihm gegenüber sitzt so das Netflix-N mit langem Haar. Ja. Schaut ihm so an. Na, was willst du heute schauen? Und das ist so ein Bildschirm mit der Mitte und immer wieder so Anime. Und das ist immer so, nein. Und irgendwann, also im Laufe des Dates, wird dann auf dem Bildschirm immer mehr in Stu's und Filmgeschmack angezeigt. Und dann, ja. Das finde ich gut. They lived happily ever after. Genau. Bis er wieder gehackt wird aus Indien. Aber vielleicht brauchen die so einen Fragebogen wie wir bei der Late Night. Ja. Aber habt ihr das nicht auch? Ich weiß auch, ob du hinaus willst, Max, aber machen wir gleich. Einfach raus. Aber habt ihr das nicht auch? Also so geht's mir. Ich Netflix schlägt mir was vor und ich bewerte es halt mit Daumen runter, Daumen rauf. Einfach ja, was keiner macht, damit, also du. Damit der Algorithmus halt weiß, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und dann hast aber so Sachen wie... Also ich mach das auch, Paul. Ja. Ich mach das nicht. Ja. Paul, das ist die Generation. Ja. Jetzt halt doch mal die Fresse. So, also. Wir haben lange nicht mehr du durcheinander geredet. Erzählen. Ich finde das ja. Echt, mich hast ganz ist gutes es halt Klima. Einfach so, da kommt ein Film, zum Beispiel mit Adam Sandler. Ein schlechter Adam Sandler-Film, dafür gibt es einige. Und dann bin ich aber am Überlegen so, ich könnte jetzt natürlich sagen, der ist kacke, der Film, aber es ist ja nun mal so, ich finde nicht alles von Adam Sandler scheiße. Vielleicht habe ich mal Bock auf sowas wie Leg dich mit Sohan an, den ich total liebe. Und dann wird mir nicht vorgeschlagen, wenn es den irgendwann mal gibt. Das ist ja auch kacke. Tragisch. Ja, das wäre tragisch. Also dann verlierst du dieses gut, kleine unser Late Night ist ja vor allem durch die Fragenkatalog sehr bekannt geworden. Den ich unter anderem mit erstellt habe. Ist gut, Paul. Ja. Weil ich verstanden. Das Konzept missverstanden habe. Das hatten wir letzten Samstag auch schon, das mit dem Konzept missverstehen. Ne? Merkst du selber. Möchten wir auch nochmal drüber reden nach der Aufzeichnung hier, ne? So, ich würde gerne, weil ich glaube, wir haben jetzt hier auch fast eine Stunde. Na, okay, wir nähern uns der Stunde. Nee. Und nein. Weil die Kathi ganz dringend noch ein Reaction-Video gucken muss und Paul sowieso sehr jung ist und also, um 10 im Bett sein muss, müssen wir auch mal langsam gucken, dass wir zum Ende kommen. Du, eigentlich muss ich auch noch Pokémon spüren, das ist nicht mehr gelogen. Muss. Das ist wichtig, das Modalverb muss ist ganz wichtig. Ja. In der Pokémon-Liga. Genau, ich muss hier einen Titel verteidigen. Schaffe, Häuslebauer hier, gell? Okay, ich würde einfach jetzt die Fragen hier nochmal durchgehen und dass ihr einfach antwortet, ja? Es wird jetzt ein bisschen chaotisch, aber was soll's. Antworten wir alle auf einmal? Oder nach? Für mir scheißegal. Okay. Nee, bitte hintereinander. Das ist so wie bei Habe Kerkel und Heinz Schenk in Kein Pardon auf dem Flur. Pass auf, wir machen das einfach alphabetisch. Ja, zuerst Katharina. Ach so, ich dachte die Fragen. Ja, dann der Paul, dann der Timo und dann die Theresia. Scheiß drauf. So. Ach so, genau. Und ja, ihr könnt auch über nochmals du, okay? Oh, ja. Nee, Theresia und dann Timo. Ihr müsst auch schon mitmachen, du, Max. Ihr habt noch keine Fragen beantwortet, ihr müsst auch mitmachen. Oh ja, ja, okay. Ja, aber
Komm, ich lasse euch den Vortritt, ich mache am Schluss. Okay. Was war euer erster Podcast am Pele-Stammtisch? Also ich muss anfangen, Pelikanblut. Das ist richtig. Danke. John Afrika. Was hat sie gewonnen? Ja, eine Reise nach Ägypten. Sehr schön. Oh. Oder ein Kurs zur Hufpflege. Sponsert einen Hufpflegeshop. Hufpflege im Hochinzidenzgebiet. Welcome to Brandenburg. Ja, meiner war John Afrika. Ja. Ich glaube, meiner war irgendwas mit Honeymoon. Ich glaube, Honeymoon-Experiment. Oh, haben wir alle Knaller bekommen. Na gut, Pelikanblut war gar nicht so übel. Ja, stimmt. Bis auf das Ende. Ich weiß es gerade bei mir nicht. Ich glaube, es war entweder Alita Battle Angel oder der goldene Handschuh. Gleich Triple A eingeschaltet. Ja. No. Max, willst du, also ich muss noch, aber bist du auch Max? Was war deine erste? Ja, yeah, ja. Yeah. Mein erster war Nuestro Tiempo. Oh. Ein 3,5-stündiger Pferde. Oh, was? meiner war The Flight Attendant. Ah. Also eine Serie, eine Miniserie von HBO. Ah, okay. Max, HBO Max, Entschuldigung. HBO Max, passt ja. Yeah. Hast du eigentlich Rabatt da? Oh Gott. Okay. Sind nur noch 50 Fragen. Hattest du vor dem Teleschamte schon mal Podcast gemacht? Ja. Nope. Nein. Nein. Ja. Okay. Weiß ich gar nicht. Hobby vergessen. Ich muss aber sagen, eine der schönsten Podcast-Erinnerungen, die ich zuletzt hatte, war, da habe ich mit Max in der Doku besprochen und diese Doku hieß Mein Name ist Klitoris. Und das Schöne war dann, als man die Sachen abgespeichert hat, klang es wie so ein Italo-Western. Mein Name ist Klitoris, du. Großartig. Okay. Wie bist du Mitglied beim Tele-Stammtisch geworden? Twitter. Oralsex. Habe ich das 2:0 für den Oralsex. Ich habe Andi einfach gefragt, ob ich mitmachen darf und hier bin ich. Ja, das war bei mir auch so. Bei mir war es andersrum. Andi hat mich Fehler, gefragt. Man fragt Andi, ob man darf und dann darf man immer. Nein, wir sind da so reingerutscht. Ich hatte diese Probleme, diese Geldsorgen und dann braucht diese Wohnprobleme und bin auf den Babystrich gegangen und dann hat mich halt Andi angesprochen in seinem SUV und hat gesagt, na, du siehst aber knackig aus und willst mal mitmachen. Willst du mal meinen Mikrofonständer anfassen? Da habe ich gesagt, ja, und ich wusste nicht, dass er wirklich einen Mikrofonständer meint. Das willst du halt machen. Danke nochmal, Andi. Ja. Liebe dich. Ja, wir haben unseren Chef wirklich ganz lieb. Das kommt vielleicht, ich weiß nicht, ob das immer so rüberkommt, aber wir meinen das wirklich ernst. Das sind vielleicht komische Vibes auch manchmal so im Chat, weil man, ne, da funktioniert halt irgendwie unser Kaffee. Sei ruhig jetzt, Timo, versau's jetzt nicht. Ich hab's jetzt gerade nochmal richtig gestellt hier. Für dich, Paul. Welche Filmbesprechung mit dir beim Tele-Stammtisch ist dein Favorit? Boah. Ah, nächste Frage. Ich setze mir jetzt mal einen Marker. Hier muss ich schneiden. mir fällt der Film nicht mehr ein, aber den hat Max, den hast du gesehen, habe ich dich zu interviewt, irgend so einen Dämon-Film mit einer App. Countdown, genau, das war schön, ja, das hat Spaß gemacht. Countdown war stark, ja. Da habe ich es Countdown geschafft, den Film zu spoilern, ohne ihn gesehen zu haben. Großartig. Also ich mochte die Besprechungen zu Hochwald und der 17., der Paul und ich hatten, ne? Die waren sehr amüsant. Ja, meins ist die... Absinth getrunken, beide während der Aufzeichnung. Leider nicht, aber es klang so. Es klang so, zumindest von meiner Seite aus. Vielleicht kommt das in die diesjährigen Outtakes, mal sehen. Meins ist, glaube ich, das Special zu Dark, zur dritten Staffel. Da konnte man endlich mal ein bisschen länger reden als so ein paar Minuten. Okay. Grüße an Dom. Grüße an unseren Dozenten, Dom, ja. Hat er geantwortet? Nee, ich wollte noch antworten. Nee. Ich mochte meine Besprechung mit dir, du mit Finch und die mit Paul und mit dem Film Buri. Ja. Weil die waren irgendwie so chillig,
unsere beiden Besprechungen, muss ich auch wirklich sagen, die sind so flüssig gelaufen. Also es war so ohne Unterbrechungen, wir sind einfach durch, 7 Minuten, perfekt, musste nichts schneiden, war perfekt. Gerne wieder. Paul, das kenne ich von dir leider nicht. Dieses Geruchspodcast, ne, es stinkt hier so nach Eigenbild gerade. Also die beiden Besprechungen mit Paul, also selbst bei Operation Portugal, weil es wirklich ein Schwachsinnsfilm ist, selbst da lief das irgendwie wie am Schnürchen. Wer war die erste Redakteurin, mit dem du was beim Teleshop-Tisch gemacht hast? Ich glaube, war gemeinsam Podcast. Max und Stu, das waren zusammen. da hast du echt richtig in die Scheiße gekriegt. Das war echt so, hey, ich würde gerne mal mitprobieren. Ja, schau den Film und dann da. Das sind Max und Stu, viel Spaß. okay, danke. Ja, meins war mit Anna Spieß. Schöne Grüße, ist glaube ich gar nicht mehr dabei. Liken, wer sie noch kennt. Ich hatte meine erste Besprechung mit Mo. Auch sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Ich hatte meine erste mit Sarah. Auch eine sehr gute Wahl, ja. Ich glaube, dass ich meine erste Besprechung hatte ich mit Pia und Lasse. Und ich weiß noch, dass ich auch, glaube ich, gleich moderieren musste. Und hatte mir extra so eine ganz geile Anmod überlegt, wo ich irgendwie gesagt habe, Pia, der Beweis, dass man für einen tollen Vornamen nur einen Konsonanten braucht. Bei Lasse habe ich aber sowas gesagt wie Melasse de Domenkölle, sowas halt. Und ich dachte, okay, wenn ich das bringe, Eis gebrochen, Superstimmung, dann geht's ja Rambazamba. Nee, war furchtbar. Lasse dich gleich rein. Cut nochmal, bitte. Cut, da machen wir nochmal. Ja. Das war nicht. Bei mir war es übrigens tatsächlich der Dozent. Professor Dr. Dominik. Das war mein zweiter. Hatte dir wenigstens auch Person of Interest empfohlen? Nee. Ja, danach haben wir über Person of Interest. Ja, nicht. Gut. Ansonsten hätte ich gesagt, dass wir ein erstes Indiz für Krankheit bei Dom gewesen, wenn das nicht gekommen wäre. Nee, haben wir gemacht, das haben wir alles abgearbeitet. Welcher Podcast mit dir vom Telestammtisch wird dir wohl für immer in Erinnerung bleiben und warum? Oh, ernsthaft, wollen wir jetzt wirklich, was habe ich denn da für Fragen? Gleiche Frage wie vor zwei Fragen quasi, ich weiß es nicht. Ja, ich glaube auch. Okay. Ist wieder Dr. Sleeps Erwachen mit der 0,5-Punkte-Wertung von Andy Papilinski. Ja, also als der Telehorst... Außerdem war das die Geburtsstunde des Telehorsts und mein erster Podcast mit Stu. Der Telehorst gehörte ja eine Zeit lang noch zum Telestammtisch und da hatten wir auch richtig schöne Jetzt Sachen. Ist es nämlich ein Nebenkanal vom Telestammtisch. Nee, es ist eigen. Es ist ein eigener Kanal. Ja, kann sich der Telehorst verwehren, das Gegendarstellen. Man kann nicht alles behaupten. Meiner ist, glaube ich, irgendein Cast mit Sven und Sam, weil ich glaube, der Cast ging damals 15 Minuten zu Step Up und wurde irgendwie runtergekürzt auf 7 Minuten, weil wir die ganze Zeit nur am Lachen waren. Sehr gut gemacht, Max. Sehr gut gekürzt. Nee, ich habe letztens einen gekürzt von 28 Minuten auf 5 oder sowas. Das ist Harvey mit den Scherenhänden 2.0 hier. Das muss man dazu wissen. Also. Hey, ich meine, du musst ja nur den, ganz ehrlich, jeder Cast hat zwei Konstanten. Den Anfang mit der Begrüßung und die Synopsis danach. Und dann kommt in der Mitte halt Sachen, die einfach weggelassen werden können. Und ein Fazit am Ende. Und wenn es gut funktioniert, kann man den Mittelteil rausschneiden komplett. Ich weiß es nicht, ich weiß auch meine Antwort da nicht mehr und ich habe auch, ehrlich gesagt, ich werde jetzt auch, warum mir jemand, also mir bleibt die Orphia-Besprechung so im Gedächtnis, weil ich das einfach, das ist ja ein Film von Alexander Kluge, den kluge Menschen natürlich kennen und und ich war mir ziemlich sicher, dass den keine Sau gucken wird und dann habe ich ja halt gesagt, gut, wir können das jetzt einmal richtig machen oder wir können das einmal vielleicht noch funny and entertaining machen. Ganz vermessen, das von mir zu denken, dass ich das könnte. Und dann haben wir einfach das während einer Aufzeichnung doppelt gemacht. Also ich habe es einmal ernsthaft besprochen und dann habe ich aber gleich hinterher geschoben, sodass man das vielleicht auch, selbst Leute, die den Film niemals sehen werden, denken, also der Film ist mir egal, die Besprechung war halbwegs unterhaltsam, also die 5 Minuten waren erträglich. Jetzt müsstest du sagen, ja, die Antwort war aber anders bei dir. Und welche Version?
Welche Version ist das? Ich glaube, die normale. Beide. Beide? Das ist beides beide, also. Innerhalb einer Episode oder innerhalb eines, das war ernsthaft? Ja dann, die es nennt sich Schutz. Das war, ich habe die Folge gehört, so eine, ich habe es nicht bemerkt, dass es zweimal vorkam. Siehst du? Guck an. Leute, wir sind Zauberer. Ja. Okay. Magic. Bei mir war es, glaube ich, die Marvel What If Folge, weil ich die auch moderieren musste. Und ich das vorher noch nie wirklich gemacht habe und deswegen war das, war ich das ja aufgeregt. Bei mir ist, glaube ich, Attack of the Unknown, weil die Frost und ich den damals halt einfach in der Luft zerrissen haben und die Produzenten aus irgendwelcher Gründen die Besprechung auf Twitter geliked haben, und die hoffentlich kein Deutsch können. Geil. Sehr schön. Oh, das hatte ich mal mit Becky, ja, stimmt, aber nicht beim Telestamm. Die haben da richtig geantwortet. Becky ist dieser Film mit Kevin James, also King of Queens, und da spielt er so einen Nazi-Häftling. Und dann habe ich meine Letterboxd-Kritik gepostet bei den sozialen Medien und bekam eine Antwort von den Regisseuren. Schade, dass du ihn nicht mochtest, aber ne, ist ja so nach dem Motto No Front und so, ja, das ist gut. Also. Nächste Frage. Mit welchem anderen Telestammtisch-Mitglied würdest du gerne öfters casten? Alle, die hier sind, natürlich. Ja. Auch damit ich podcaste mittlerweile so häufig mit Paul, dass ich manchmal wirklich das Gefühl habe, muss ich nicht noch öfter morgens sein. Am Rechner, ich sitze morgens am Rechner und denke mir so, war heute eigentlich Podcast? Und muss ihn dann fragen, sag mal, Paul, wollten wir heute podcasten? Das ist ganz, ganz du hast Entzugsentscheidungen, wenn du nicht mit Paul podcastest. Ja, und vor allen Dingen steckt der Brother from another mother. Vor allen Dingen steckt das, ist du mich dann an, dann stehe ich hier irgendwie wie vormittags irgendwo auf der Straße und denke mir, fuck, hatte ich jetzt Podcast? Muss ich jetzt aufnehmen? Muss ich jetzt mein Handy aufmachen und müssen wir jetzt was besprechen an der Ampel da? Ich würde ja gern am liebsten mit Steven und Berg über Filmklassiker casten. Och. Oh, der war gemein. Schnitt. Die sind nicht mal beim Telestammtisch. Das lasse ich drin. Ich würde mehr mit, Sam und Sven machen. Ich würde gerne mal mit Theresia casten. Ich würde eigentlich sagen, ich würde gerne mal mit Kathi und Timo hatte ich auch noch also, nicht. Von daher würde ich auch gerne da mal einen Film machen, wenn es mal aber passt. Aber Spoiler-Alarm, ja, Theresia und Kathi, das tut ihr ja gerade. Eine Sache. Ich höre mich an, dass ich jetzt langsam voll. Max, ich habe gerade den Notruf gerufen. Alles gut. Aber du weißt meine Adresse gar nicht. Ist es Buffering oder ist es Schlaganfall beim Podcast? Egal. Das erfahren Sie in der nächsten Folge. Cliffhanger. Welchen Film magst du, den viele aber nicht mögen? Oh Gott. Und wenn wir schon mal dabei sind, auch gerne das andere Gegenteil noch nennen. Welchen Film magst du nicht, den gefühlt alle mögen? Das kann ich schnell machen. Batman wie Superman mag ich und keiner anderer, den ich kenne, mag ihn so richtig. Ich mag ihn aber wirklich gerne. Und das andere, das können die HörerInnen und ihr auch nicht mehr hören. Ich finde den 2019er Joker wahnsinnig überschätzt. Oh, den nehme ich auch. Und das heißt nicht, dass ich den Film schlecht finde, aber ich finde ihn einfach weder besonders gelungen, noch finde ich ihn herausragend, noch ist er sonst irgendwas. Ich finde ihn nicht gut. Das ist das Ding, was Max vorhin meinte. Warum verlieren wir eigentlich so viele Worte über diesen Film, der eigentlich nichts anderes ist als Taxi Driver und King of Comedy zusammen? So, Punkt. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Ich mag Gravity nicht, aber ich weiß nicht, ob Gravity alle anderen mögen. Ich habe mich nie weiter mit Gravity beschäftigt. Ich mag Gravity überhaupt nicht. Okay. Sonst. Wenig Pferde im Welt. Könnte bitte jemand diese eine Szene, wo Sandra Bullock im Weltall rumgeschleudert wird, nehmen und einfach diese Pferdelaute drüber legen? Dankeschön. Du bist doch unser Paint-Profi. Ja. Aber mit Animation kenne ich mich noch nicht so richtig aus. Also ich schließe mich da bei Timo an. Ich finde den Joker auch nicht toll. Ich mag den auch eigentlich nicht. Und was finde ich gut? Boah, finde ich den gut, aber ich finde zum Beispiel Predator Upgrade gar nicht so übel. Nö, ist auch nicht. Nee, ernsthaft. Also, bin aber auch Shane Black Fan. Ich bin da gefangen. Also ich mag Matrix nicht. Das wäre auch ein guter. Ah, warum habe ich da nicht dran gedacht? Du hast recht. Übrigens in dieser Kategorie Filme, die alle Leute gut finden, nur einer nicht, ist Matrix, ist Max übrigens der unkurte Champion, wirklich. Echt? Ja, gut, okay. Komm, jetzt aber dann drei Beispiele. Also Matrix ist wirklich schon hart, aber. Oh Gott, das ist jetzt schwer. Also ich finde Victoria auch scheiße. Also richtig scheiße.
Er ist Kater und da gibt es keinen einzigen Kater für den Scheiß. Findest du eigentlich dann die Katar-WM auch richtig doof oder richtig gut? Ja, die war ganz ehrlich, bei der deutschen Premiere von Viktoria in München, ja, da stand Max hinter der Abschauung und hat geschrieben, die nehmen uns unsere Jobs. So. Ich finde Viktoria auch nicht so ganz toll. Sebastian Schipper echt gut, also echt gern mag. Also das, und ich finde den als Person und sehr und überhaupt, es ist ein ganz toller Typ und ich finde es schade, dass er diesen Film, dass der so, weißt du, der hat halt nichts für mich. Also aber welchen Film mag ich gerne, den anderen nicht so gern mögen? Oder der eher als, ich gebe mal kurz ab. Muss ich echt überlegen. Wohin? Das Schwein, Alter. Nee, also ich tue mich jetzt auch sehr schwer. Also ich mochte damals zumindest, wo ich ihn im Kino gesehen habe, weil ich völlig unvorbereitet ins Kino gegangen bin, fand ich dann Captain Marvel gar nicht so schlecht. Also gab andere Filme, die ich schlechter fand. Ich glaube, hat sich jetzt mittlerweile aber auch schon geändert. Und was ich jetzt auch nicht so, ich glaube, damals im Formular hatte ich No Country for Old Men, dass ich den nicht so liebe, obwohl gefühlt jeder den immer sagt, dass der Film super ist. Habe ich schon gehört. Bei mir ist es, ich bin nicht so großer Fan von The Revenant und Birdman, also diesen beiden Inarritu-Filmen. Und welchen Film ich mag, den die alle anderen scheiße finden. Ja, Eternals mochte ich ganz gerne, um es mal aktuellen zu nehmen. Ich habe heute den neuen Resident Evil gesehen. Ich glaube auch, dass den viele hassen werden. Ich fand ihn aber auch ganz nett. Darfst du das schon sagen? Nee, aber das kommt. Embargo ist Dienstag morgens um 2:30. Also. Okay. Gut. Wird ja rausgehauen hier. Ja. Schön. Hört dir eh keiner, von daher. Ja, hast recht. Und dann kriegst du so ein Disclaimer, so ein Copywriting oder so ein Rüffel, so ein Embargo-Rüffel. Ja, genau. Ja. Kriegst du einen Hufeimer. Ja, Eternal, aber Paul mochte den auch. Ja, ich fand den okay. Also ich fand den jetzt auch nicht überragend. Ja, ja. Falsch verstehen, genau. Ne? Aber. Ja, du hast ihm 3 oder 3,5 gegeben, oder? Ja, ja. Bei Letterboxd? Ich meine auch so, ja, ja, oder? Ich glaube, ich habe ihm 3 oder 3,5 gegeben, ja. 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 Mir fällt noch einer ein, den auch ganz viele Scheiße fanden, den ich aber wirklich genossen habe. Valerian von Luc Besson. Den habe ich auch sehr geliebt. Ja. Ich mag A Quiet Place nicht, sehe ich gerade auf Und auch The Big Short finde ich irgendwie schlecht. Ach Gott. Aber so dieses andere Ding, da gibt es sicherlich einige. Aber mir fällt da jetzt tatsächlich. Ist es bei The Big Short ein Problem, Max? Zu viele Schauspieler, zu wenig Hufe? Oder was ist das Problem? Ja, ist einfach zu viel durcheinander. Aber hey, du musst Christian ja auch. Ist auch gereicht. Ja, ja, das ist halt der Star, das Auge. Gut, kommen wir mal, machen wir weiter. In welchem Telestammtisch-Cast mit dir gab es die hissigste Diskussion? Oh, das war Coppelia. Mit der Lieder. La La Land mit Lila. Mit wem? Mit Lida. Malignant. Ich sag nicht mit wem. Ich möchte die Aussage verweigern. Und ich glaube, es stimmt auch nicht, aber ist egal. Bei mir gab es noch keine, also ich hatte noch keine hitzigen Diskussionen, glaube ich, beim Cast. Ja, geht einfach das Feuer für Filme. Oder so, ja. Theresia ist ein sehr friedfertiger Mensch. Ich will, dass Theresia nach der Episode sagt, ich will mit diesem Arschloch nie casten. Mission accomplished? Fragezeichen? Too soon? Na gut. Also richtige Diskussion, so in. Also wir haben sehr hitzige Diskussionen, wenn die Mikros aus sind und um telescopische Internas geht. Da ist wirklich. Ich hörte davon, ja. Ja. Aber jetzt so, ich muss ja auch sagen, bei so einem Podcast, wenn dann jemand oder egal wer dann irgendwie Feuer und Flamme ist und da gerne auch mal dann, weiß ich, 5 Minuten lang nur auf so einem Film rumschlägt, denke ich mir dann auch meistens, okay, dann hattest du jetzt deinen Spaß, jetzt sag ich noch etwas, wie ich den Film fand und dann ist die Sache halt erledigt. Punkt.
Also hitzige Diskussion ist vielleicht übertrieben, wir waren ja komplett anderer Meinung. Ja, ja, ist genau. Also es war auch nicht hitzig in meinem Beispiel, aber es war einfach, dass ich, na egal, die Fans können es ja hören. Ja, genau. Ich glaube, es gibt auch eine Stelle, wo auch ein Schnitt gut getan hätte. Der kontroversesten Cast ist immer noch Kevin allein zu Hause. Also wenn jetzt bald wieder Weihnachten ist, kann man ja da nochmal reinhören. Der kam im letzten Jahr raus, da gab es, glaube ich, auch ein bisschen eine Diskussion. Aber der ist sehr unterhaltsam. Und dann muss ich den mal hören, den habe ich noch nicht gehört. Ja, man hört einen Teilnehmer während des Casts selig sterben. Sehr schön. Und man hört die Technik gegen jemanden rebellieren, weil die Technik wahrscheinlich auch schon, weiß ich nicht. Okay, ich weiß nicht, was ihr da gerade sprecht. Wird mega angeteasert gerade, das ist super. Ja, ja, ich kenne den Cast Klickzahlen, aber auch. Klickzahlen, sehr gut. Er hat tatsächlich ein sehr gutes Line-up von Haus aus. Apropos gutes Line-up. Die nächste Frage ist sehr schön. Welche drei anderen Redakteurinnen würdest du gerne mit auf eine einsame Insel nehmen? Und jetzt pass auf. Diese Frage, also ich habe den Fragebogen offen und da sind noch die letzten Antworten drin, die Katharina reingeschrieben hat. Und Katharina hat bei dieser Frage folgende Antwort gegeben und ich zitiere. Theresia. Oh. Oh. Ja. Oh. Ja. Faul kann man sein. Ja, oder wir haben drei Theresien auf. Ich bin ein Drilling und ich wechsle mich hier ab, ja. Sind das nicht Blumen? Diese berühmten Theresien von Theresienplatz, glaube ich. Eben, auf der Theresien. Bus vor heute Theresien. Da werden sie gezeugt. Sind das nicht Blumen, Theresien? Hä, aber wie idiotisch wär's denn, wenn du Drillinge kriegst und du benennst sie alle drei gleich. Aber wie einfach das ist, der muss sich auseinanderhalten können. Das sind meine drei Söhne, Theresia, Theresia und Theresia. Hallo, das hat in Adelsdynastien jahrelang funktioniert. Das ist Friedrich, das ist Hans Friedrich, das ist Joachim Friedrich, das ist Jürgen Friedrich, Jochen Friedrich. Werner Friedrich. Das ist der Verteidigungsminister Gutenberg. Da, Theresienkraut, wusstest du. Eine Pflanze. Ja, Entschuldigung. Okay, also diese Frage ist ja. Wir schweifen ab. Also ich nehme jetzt mal Anwesende ausgenommen. Keine Ahnung. Sven und seine Familie. Also viele sind ja gar nicht mehr aktiv. Also ich fand ja immer die Schlogger sehr interessant. Ja. Ich finde es immer schade, dass die so wenig gemacht hat irgendwie. Dann. Ich hatte mit ihr nur einen Cast. Ich auch, aber wir waren noch in derselben Pressevorführung. Das war, also wir haben uns auch dann wirklich mal persönlich unterhalten. Mhm. Das ist ja selten. Ekelhaft. Was hast du ekelhaft gehört? Persönlich, ja, Menschen. Die gehört zu den. Ja. Oh, wen würde ich? Also ich finde, die Besetzung, die wir jetzt schon haben, ist schon sehr gut für eine einsame Insel. Auch wenn nur einmal Theresia dabei ist. Achso, müssen wir das jetzt noch, wir müssen die Frage beantworten. Ja, ich glaube, ich würde auch Kathi mitnehmen. Ich glaube, ich würde Paul mitnehmen. Das ist so der Ruhepol. Keine Ahnung, vielleicht noch irgendein Tüftler, der dann irgendwas bauen kann, so aller MacGyver-mäßig. Aber da weiß ich noch nicht, wer das hier im Titelstand verkörpert. Das sind diese Menschen, von denen Laschet immer gesprochen hat. Diese Tüftler. Viele. Ja, super. Haben wir davon welche im Podcast? Das weiß ich super. Nicht. Ist so. Ja. Nimm Eva für die Technik. Wir sind verloren. Ich weiß auch wieder da nicht, was ich gesagt habe, aber ich nehm's du und Max mit. Ich will es da unterhaltsam haben. Und euch alle natürlich auch, die heute gerade hier sind. Überleg mal, angenommen auf der Insel gibt es irgendwie Pferde oder Esel, da kann sich der Max die Hufe kümmern. Mein Gott. Können wir den Nebenkanal füttern dann auf der Insel. Kochen. Ja. Leckere Hufsuppe. Na, wir haben doch alle schon mal die Lasagne bei Ikea gegessen, da wissen wir doch, wovon wir reden. Kommt jetzt schon das Balletttanzen? Kunstturnen. Verdammt. Nein. Okay, nächste Frage. Welche drei andere Redakteure, Redakteurinnen sollten einen Film besprechen, den du gedreht hast? Da mein Film heißen wird Ryan Gosling the Movie, auf jeden Fall schon mal Katharina. Da dein Film heißt Resi und Kathi das Musical. Mit Ryan Gosling. Ah, okay, verstehe. Ryan Gosling in der Doppelrolle, als Theresia und als Katharina Sommer. Oh Gott. Okay, dann mache ich aber da auch mit, weil ich bin ja pro Ryan Gosling. Ja. Ja. Genau. Ich nehme Lida und Dominik.
Ich, drei Redakteure, ich nehme Lida für halt die Kompetenz. Dann nehme ich Andi Papelitzki für die Synopsis. Wobei, da gibt es Schlimmere in der Sache Synopsis, glaub mir. Ja, aber der Andi Papelitzki hat halt einfach die absolut amüsanteste und unterhaltsamste Synopsis aller Zeiten in allen Podcasts, die ich je gehört habe. Arrival? Von dem her, Bing. Ja, die Arrival. Ich hab leider nicht. Ja, und ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich Timo, damit er, weil beim Film wird Ralf Möller mitspielen. Es ist super, danke dir. Also für mein Schwarz-Weiß-Debüt 7 Stunden lang hätte ich gerne Sven, Kenny und Stu. Ich hasse dich. Also ich hätte gerne, dass Paul auf jeden Fall Paul meinen Film bespricht, weil der wird der Einzige, der meine ganzen Julian Bam-Anspielungen dann versteht. Ja. Ich verstehe die auch, ich reagiere nur nicht drauf. Ja, ja. Und ja, von der Paul, das reicht. Ja, das mache ich, ihn solo. Sehr gut. Okay, noch 3 Fragen, dann sind wir durch. Boah. Ich habe einige ausgelassen. Ach was, nur noch 3? Ach Manno. Welche Redakteure, Redakteurinnen sind für dich das beste Duo beim Telestammtisch? Und passt jetzt bitte gut auf, was ihr sagt. Also ich bin gesetzlich dazu angehalten, jetzt hier Max und Stu zu nennen. Also für mich ist ganz klar, Christopher und Dominik, Westworld Cast ist einfach super. Da noch eine Prise Patrick drauf und super. Genau die wollte ich jetzt auch sagen. Ich würde sagen, nee, also Sam und Sven. No offense. Also ich muss sagen, Paul und Stu zuzuhören macht schon immer Spaß. Ja, wo hätte ich jetzt auch gesagt? Ah. Ich glaube ja wirklich, dass Paul und ich sogar einen Rekord halten für den kürzesten Podcast, für diesen komischen Film hier, He's All Dead, der irgendwie, glaube ich, 3,5 Minuten geht. He's All Dead? Einer wie keiner. Dieses, ach so, oh. Dieses, ja, ja. Ich dachte, er ist alles tot, oder was? He's All Dead. War das jetzt gerade Kritik an Stu's Enkel? Nee. Ich hab erst gedacht, das klingt interessant. Was ist das für ein Film? Aber kommt dann aus Sachsen, ja, klingt das so. Ich dachte, das wäre so eine Frechheit, die ich wieder nicht verstehe. Hm. Hab ich schon mal geantwortet? Ich weiß es nicht. Nee, noch nicht. Nee. Was war das? Trio? Duo. Duo? Duo, 2. Ich würde aber auch ein Trio erlauben. Auch ein Quartett. Das ist auch okay. Ja, also schon auch ihr, ne? Okay, perfekt. Dankeschön. Okay. War das gut gespielt, Jan? Ja, super, super. Ja, war super. And Oscar goes super. To Ryan Gosling. Meine PayPal-Überweisung bekommen. Also okay. Das Beste, du sind die Therese und ich, auch wenn wir noch nichts aufgenommen haben, einfach bei Default, oder? Stimmt. Ja. Ihr seid, ja. Das muss man auch beim Telestammtisch dazu sagen, die besten Duos nehmen nichts auf. Ja, genau. Richtig. Und die, ja. Deswegen nehmen wir Paulus Duo dauernd auf. Ja. Haben wir uns jetzt genug bei den Kollegen beliebt gemacht? Dann bitte die nächste Frage. Die vorletzte Frage. Hast du dank des Telestammtischs neue Freunde kennengelernt? Ich glaube, können wir alle sagen, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Genau. Also, wobei Katharina hat ja geantwortet, leider ja. Leider ja. Ja, steht hier. Ich habe diese Frage nie beantwortet. Ich lasse es einfach, weil es so im Raum hier steht. Dein Verhältnis zu Freundschaft scheint ein bisschen fragwürdig. Willst du über irgendwas reden? Lieber nicht. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Aber wie sich keiner dazu wir haben äußert. Ja keinen, also leg los. Ich kann mich schon dazu äußern, dass das heißt, ich empfinde es schon so, dass ich ein paar Freundschaften geschlossen habe und ich hoffe, diejenigen empfinden es auch so. Also ich bereue es nicht. Ich fühle es, Theresa. Ich fühle es. Wie war ihr Name? Theresia. Hashtag Theresia. Hey, du bist auch voll hip. Hier in Jitsi. Bist voll jung. Was? Oh. Es ist spät.
Ich bin langsam so ein bisschen, aber ich glaube, ich habe, ja, vielleicht schon. Mit dem einen oder anderen verstehe ich mich ganz gib gut. Gib ihm endlich seinen Kaba! Das tat jetzt, Moment mal. Das tat jetzt weh, Paul. Das tat ja, jetzt weh. Nicht nur, da hat du hast du hunderte Karten Rosen mit vor dir gemacht, gelegt habe, dass ich manchmal an dich denke, obwohl wir keine Cast machen, ja? Nein, ja. Die Theresia und die Katharina und ich sitzen ja nachts, ja, und gucken dir bei irgendeinem komischen literarischen Quintett zu. Ja? Warum? Weil wir dich lieben. Ja, und so dankst du es uns, du undankbarer Hund. Ich will das doch öffentlich nie so sehr sagen. Jetzt kommt der Test, wie alt die ZuhörerInnen und ihr wirklich seid. Wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß gar nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Ja, wenn wir es streiten bei Köln 50, 60, 70 gelernt hat. Max, kannst du jetzt bitte noch dein Senf dazugeben, damit ich Vince nicht hier als der Max, der du hast wirklich einen Schlaganfall. Was ist los mit mir? Warte mal, wo sind wir gerade? Welche Frage? Hast du dankenswerterweise neue Freunde gefunden? Neue Freunde? Na komm, ja, klar. Ich meine, ich hab, ja. Wisst ihr, der Max, der Anni und ich, wir haben zusammen, also quasi zusammen zwei Ohrküken gesehen. Das schweißt einfach zusammen. Also tatsächlich. Ich weiß gar nicht, was du willst. Das war ein Top-Film von mir. Ich weiß gar nicht, ich finde immer die Kritik ein bisschen angebracht hier. Immer diese Scheiße von euch Kritiker. Ihr versteht die Filme einfach nicht. Fuck, ey. Okay, die letzte Frage und die beste Frage, die auch wirklich Paul erfunden ach so. Hat. Und in den ganzen 324 Folgen Late Night wurde diese Frage, glaube ich, kaum wirklich genutzt, was sehr schade ist. Überhaupt muss man mal sagen, dieser Fragebogen im Prinzip nie genutzt wurde. Ja. Er wurde immer nur verschickt und ja. Dann mach mal und gut ist. Okay, mit welchen drei Redakteuren, Redakteurinnen würdest du beim Kunstturnen antreten? Und ich finde es interessant, dass Katharina Paul, Theresia und mich genannt hat. Das ist hauptsächlich für das persönliche Entertainment-Gründe. Da steckt entweder sehr viel Gottvertrauen drin oder Wahnsinn, blanker Wahnsinn. Das ist hauptsächlich für persönliche Entertainment-Gründe. Ich glaube, ich würde sie auch am ehesten auswählen, ganz einfach wegen, weil ich sie sehen will, wie sie darin aussehen oder so in irgendwie so schicken Anzügen. So. Ja, das ist wieder typisch, du geiler Bock. So ein Sven. Ah, stell ich das mir schon. Das sag ich doch, immer auf die Fail-Set. Du, kannst da nicht was basteln bei Paint? Einfach so, dass ich schon mal so ein Bild habe. Du hast doch Svens ja, Kopf. Ich, also ein Bild von Svens Kopf. Ja, das wäre schön. Sven, Andi und Sam. Auf dem Spielbalken. Das große Kunst, ja, oh, das große Kunstturn-Trio. Mein lieber Stu, würdest du uns einen Denkanschluss geben und vielleicht die Antworten auch jeweils, die wir gegeben haben, uns präsentieren? Timo, ich glaube, es hat nicht jeder das beantwortet überhaupt. Ich weiß es nicht mehr. Ihr habt also doch ihr habt doch nur über Videotheken geredet, oder? Ja, das heißt ja, eine erfahrene Unterstellung. Also bitte. Also ich, das etwas wäre, was da ja, war. Ja, über so war, mäßige ne? Dich, mein Junge. Paul, die alte Lehrerin. Achte auf deinen Ton. Anderen Ton, Fräulein. Ne? Ja. Videotheken waren toll. So, Punkt. Das stimmt. Ja, MySpace war auch toll. MySpace war der Hammer. Paul, ich will hier weg. Kathi, es ist ein Schritt zum Lock-Off. Ist nicht schlimm, drück einfach und dann. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. MySpace war halt früher. Jetzt gibt es halt eben TikTok, oder wie das TikTok, heißt. Ja, das ändert sich halt. Ja. Das ist TikTok, ja. Aber hat nur zwei Kalorien. Aber wenn wir Freunde wären, würdest du so einen Scheiß gar nicht sagen. TikTok jetzt mit zwei Gehirnzellen. Genau, der Telestammtisch bringt dann auch demnächst bald solche TikToks raus. Was war jetzt raus? Die Frage mit dem Kunstturnen? Genau. Was ist Kunstturnen eigentlich? Das ist das, wo einer, also wenn es ein Team ist, muss ja einer mit dem Schwebebalken, die anderen Personen mit dem Ball und dann, glaube ich, gibt es noch sowas mit so einer Schnur. Ja, nur Bodenturnen, es gibt mehreres. Meinst du Ball über die Schnur, Max? Oder was meinst du? Nee, die haben doch so, wie es gibt so Bänder. Ah, mit so einem Dings, Flächenbrand. Flächenbrand. Was? Ich stelle mir vor, wie sie einfach diese Turnfläche anzünden, ja. Und diese Turnerinnen turnen mit Bändern da so drüber. Turnen. Die hüpfen da nur so raus immer zwischen den Flammen. Hallo? Genau. Deswegen hüpfen die immer so früh. Das macht alles Sinn. Jetzt verstehe ich den Sport endlich. Danke, Max.
Okay. Also definitiv, ich würde gern Christopher irgendwie sehen. Frag mich nicht, wieso. Ich glaube, der ist kompakt. Der ist auch sportlich. Ich glaube, der ist da gut dabei. Den kann ich mir gut vorstellen. Chef Andi. Ich stelle mir gerade Dominik vor, wie er einen Kunstturn etwas vorführen will, aber dann mit dem Schiedsrichter argumentiert, weil er nicht mehr genug Zeit hat. Das ist ganz schön gemein. Es ist voll. Ja, was heißt willkommen beim Mobbing, der Podcast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben alle sehr gern. Ja. Mobbing ist ja bloß, wenn man die Leute nicht leiden kann. Dann habe ich das all die Jahre falsch verstanden. Ah, okay. Sorry. Ihr Lieben, ich glaube, es wird Zeit, Adieu zu sagen. Zu den Kunsttouren. So Late Adieu. Night, ein Produkt, das entstanden ist, damit die Leute da draußen, die Mitglieder des Telestammtischs besser kennenlernen, was bei einer Mitgliederanzahl von 24.000 Mann etwas schwer war. Wir haben unser Bestes gegeben. Letztendlich war es uns scheißegal. Wir haben es halt einmal im Monat gemacht. Ich hatte Spaß mit dem Max, das zum Handhaben. Danke auch Paul für seine Unterstützung. Danke den hier Anwesenden dafür, dass sie sich getraut haben. Und danke, vielleicht gibt es ja wirklich da jemanden, der nicht zum Telestammtisch gehört und das hier wirklich auch immer verfolgt hat. Kann ja sein. Also, hallo du, eine Person, die nicht... Ivo aus Serbien. Genau, Ivo aus Serbien. Wir hoffen, wir konnten mit deinem Deutschkurs helfen. Ja. Und ich sage au revoir. Es war mir keine Ehre. Es war mir auch nicht immer ein Vergnügen, aber es hat doch ein bisschen Spaß gemacht. Aha. Ich sage tschüss und dann darf sich der restliche Haufen gerne auch verabschieden. Der restliche Haufen. Ich möchte nur ein einziges Mal das eine sagen, dass diesen einen Satz, den ich sehr lieb gewonnen habe, weil er aus einem meiner Lieblingsfilme ist, nämlich drück aufs Knöpfchen, Max. Das habe ich jetzt eben getan und sage tschüss und jetzt auf ihr. Tschüss, bis zum Revival. Ciao, ciao. Ciao. Dann kann ich denn endlich meine Musik hören. Ich drück jetzt aufs Knöpfchen. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.